Schwarzwald, der Junior, der Sohn von Frau Edgar Reich. Und er hat gestern hier einen Bärenstab. Ja, Stichwort Zeit, weitere Hannover in Niedersachsen zu Hause ist. Er bevorzugt hier die etwas längere Version des NS 1200 C. Das war damals in den Jahren, als die Kinder gebaut worden sind, in den 70er Jahren, die Komfortreise in die Musik unterwegs. Der trainingsschnellste von gestern, der zweifache Gesamtsieger des NS Umwerkpokals in den Jahren 2015 und 2016, gemeinsam im Team mit Steffen Hochland. Schnellste Einzelzeit des heutigen Tages sind jetzt. Genau, und die hat er gesetzt vor Roland Bergetz mit den 1.11.30 und 1.11.46 für Kai Neu auf dem Boden auf dem 8.20. Die Frankfurt wird dann schnell die Top 5 zu nennen. 30 auf der Strecke haben wir den Alexander Bodmann, den Thomas Christoffiak und heute zu bekommen ist den Uwe Schindler, der auch schon Sieger war in und seit dieser Zeit, seit seinem Einstieg, da bringt er insgesamt drei Podeste mit, die er 2016 geholt hat und die erste Zeit aus dem NSU-Bergpokal. Meine Damen und Herren, liebe Rennsportfreunde an der Strecke, der NSU-Bergpokal hat es eben begonnen mit Roman Czott mit der Startnummer 504. Ja, und Tinas Markin mit 1,5. Ja, gleich wird der nächste kommen hier auf diese 1,5.